Ist natürlich heute extrem bittere Niederlage, weil ich habe das eben den Jungs auch gesagt, wenn wir den Willen alleine in der ersten Halbzeit gehabt hatten, hätten, den wir in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht haben, dann kann man auch mal schlecht spielen, aber man gewinnt dieses Spiel heute trotzdem. Das hätten wir trotzdem gewonnen. Da hätten wir gar nicht so gut spielen müssen, wie wir es in Hespe vor ein paar Tagen gemacht haben, sondern das hätte gereicht, einfach hier den Willen, Kampf und Laufbereitschaft auf den Platz zu bringen und dann hätten wir das Spiel gewonnen. So ist es natürlich extrem bitter, weil wir waren jetzt gerade so, dass wir dran waren, dass wir den nächsten Schritt jetzt eigentlich machen wollten. Und da waren die drei Punkte hier zu Hause gegen Stadthagen natürlich eingeplant. Aber es ist halt nicht so und jetzt müssen wir sehen, dass wir die nächsten Spiele gewinnen. Schönen Dank.